Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chartflash für Mittwoch, den 14. September. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsendaily.de. Thema Rohöl. Da geht's nämlich in 4 Stunden rund. Jetzt ist 16:30, um 16:30 werden wir sehen, wie es denn so bestellt ist, wirklich mit den US-Lagerbeständen. Da gab es ja einen Rekordminus von 14,5 Millionen Barrel in der vorvergangenen Woche. Das letzte Woche Donnerstag verkündet wurde. Heute am Mittwoch stehen die nächsten Lagerdaten an und man hat schon seine Zweifel gehabt, ob es tatsächlich so einen starken Rückgang gab, der umsetzbar wäre in eine auch entsprechend gestiegene Nachfrage. Denn so stark aus dem Nichts heraus, das hätte schon verwundert. Man hat den Daten misstraut. Dementsprechend war der Anstieg hier, als die Daten feiertagsbedingt letzte Woche Donnerstag statt Mittwoch veröffentlicht wurden, zwar ordentlich, aber nicht fulminant. Und es reichte nicht, das Zwischenhoch vom August bei $51,22 nach oben zu durchbrechen. Im Gegenteil, einen Tag später schon rutschte der Ölpreis wieder ab und rutscht seitdem langsam weiter in Richtung dieser Unterstützung hier, knapp über $45, die Anfang September, Ende August gehalten hatte, das Zwischentief vom Mai, und natürlich in Richtung dieser Zone aus 200-Tage-Linie und der übergeordneten Aufwärtstrendlinie vom Januar. Wenn diese Zone nach unten durchbrochen würde, wäre erstmal Luft nach unten. Ob dann dieses Zwischentief von Anfang August nennenswert Unterstützung bietet, bevor es dann zu der interessanteren Linie bei $39,40 kommt, ist fragwürdig. Aus dieser Warte heraus wird es jetzt spannend. Heute Nachmittag werden sich die kurzfristigen Trader entscheiden müssen. Hop oder Top, Sekt oder Seltas, über 51,22 oder runter unter diese Supportzone. Dementsprechend bleibt es bei unseren Ankerpunkten. Schlusskurse über 52 oder unter 43 US-Dollar wären in Ausbruchsrichtung dann eine Basis für eine Positionierung. Alles, was dazwischen passiert, ist zwar spannend anzusehen, aber nicht gerade einbringlich. Dementsprechend würden wir uns da innerhalb dieser Range erst einmal bedeckt halten. Vielleicht tut sich da heute Nachmittag mehr. Wenn es taugliche Bewegungen geben sollte, dann sehen wir das morgen früh auch im Morning Call und der Morning Mail. Was tut sich sonst? Der Bund Future hat zu kämpfen, wobei die Bullen es sind, die zu kämpfen haben. Viele dürften das hier mit Erleichterung betrachten, denn je tiefer der Bund Future, desto tiefer die Anleihekurse. Je tiefer die Anleihekurse, desto höher der Zins. Und immerhin, die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen hat die Nullmarke wieder erreicht und sogar kurzzeitig leicht überschritten. Das gibt Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht einfach so weitergeht, wie es die EZB gerne hätte, mit immer negativeren Zinsen und man hier vielleicht doch noch irgendwann mal eine kleine Rendite wird abgreifen können. Noch allerdings ist die Handelsspanne nicht verlassen worden. Hier bei 162,80%, da liegt eine Unterstützung, die erst einmal trotz des kräftigen Abwärtsdrucks des gestrigen Dienstags gehalten hat. Nun kommt eine kleine Gegenbewegung auf. Unser Ankerpunkt Short, Schlusskurse unter 162,60, die also ausreichend deutlich unter dieser Marke liegen. Im Tagesverlauf gestern war es der Fall, auf Schlusskursbasis noch nicht, noch also wären wir hier auf Standby. Beim Goldpreis, ja, da tut sich wenig. Es ist ein kleines Plus, aber letzten Endes sehen wir hier nur eine abbröckelnde Tendenz, die deutlich geringere Dynamik hat wie dieser kräftige Aufwärtsschub zuvor. Ob es also zu einer Vollendung dieses Tops kommt, einem dreifachen mittlerweile, nach unten in Richtung der 200-Tage-Linie bei 1240 US-Dollar oder doch noch der Ausbruch nach oben gelingt, bleibt offen, wie eben auch andere Bereiche im Augenblick mehr oder weniger höchst unentschieden wirken. Aber das muss sich ändern. Immerhin, nächste Woche kommt die Notenbank, übermorgen schon ist großer Verfalltermin an den Aktienmärkten. Da wird einiges an Bewegung kommen, auch wenn man sich im Augenblick nun nicht traut, den Status quo, insbesondere bei den Aktienmärkten, allzu sehr zu verlassen, weil man nicht weiß, was die Gegenseite macht. Das gilt hier für den Eurostoxx 50, der in die Unterstützungszone 2973, 2988 wieder zurückgefallen ist, die aber momentan noch halten kann. Ob es hier zu einem Ausbruch nach unten kommt oder von hier aus die Kurse wieder nach oben drehen, ist völlig offen. Im Augenblick versucht man sich an Gegenwehr, die allerdings noch nicht besonders weit getragen hat. So betrachtet ist auch hier der heutige Nachmittag eine spannende Geschichte, denn dann wird sich weisen, ob die gestern ja wieder einmal schwache Wall Street, die damit gezeigt hat, dass der Gegenangriff der bullischen Seite vom Montag nicht zwingend von Dauer sein muss,
wie die reagiert. Das wird letzten Endes auch Auswirkungen auf DAX und Eurostoxx haben. Den DAX sehen wir uns als letztes noch an. Hier haben wir ebenfalls eine Situation, in der noch alles offen ist. Ja, das Doppeltop ist vollendet, aber wir haben hier noch die Supportzone 10.341, 10.365. Die ist auf Schlusskursbasis noch nicht gebrochen worden. Erst dann wäre die Situation wirklich völlig geklärt. Im Moment haben wir hier eine Art kleines Pullback an den Ausbruchslevel des Doppeltops, an die Nackenlinie hier im Bereich 10.474, 10.513, aber das kann eben aufgrund der Enge dieser Zone nach oben wie nach unten rausgehen. So betrachtet sollten hier nur kleine Short-Positionen gefahren werden. Das hatten wir ja auch schon so betont. Aggressive Akteure, die sich der Volatilität bewusst sind, können hier auf der Short-Seite mit einem Stop-Loss bei 10.650 dabei sein. Aber ansonsten sollte man mit größeren Positionen warten, bis auch eben diese Support-Zone 10.341, 10.365 auf Schlusskursbasis gebrochen würde. Denn noch, wie gesagt, kämpft man genau um diesen Bereich. Wie das ausgeht, dazu morgen früh mehr in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail, die ja immer den DAX mit auf dem Schirm hat. Der nächste Chartflash kommt wie gewohnt auch morgen Mittag gegen 13 Uhr. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.